Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Channel. Heute schauen wir uns das Projekt Gold Rush an, was ich für David damals produziert habe. Ihr habt es wahrscheinlich in der Preview gerade schon gesehen, was da so ungefähr alles abging. Und jetzt schauen wir nochmal rein. Ich gucke jetzt gerade zum ersten Mal in das Projekt. Also ich habe wirklich seit, ich weiß gar nicht wie lange es her ist, ein Jahr oder so, nichts mehr mit diesem Projekt am Hut gehabt im Prinzip. Lag halt die ganze Zeit auf der Festplatte. Und jetzt gönnen wir uns das mal zusammen. Ich bin echt gespannt, was wir damals so getrieben haben. Let's go! Alter, wie geil. Ja, Mann, das war richtig nice mit dem Geld. Das war so cool, Leute. Also ich muss hier schon direkt sagen, da haben wir das Geld genommen und von der Brücke geschmissen. Und das war so geil, weil das ist jetzt kein After Effects oder so, sondern hier in dieser Szene, da seht ihr es, da ist ein Geldschein direkt vor die Linse geflogen. Und das war direkt als Transition genutzt. Man muss sich einfach mal so Momente gönnen, denke ich. Und hier mal richtig gegönnt, würde ich sagen. Also, geil. Direkt Gänsehaut, Leute. Das ist wieder geil, Alter. Nice. Auch die Soundeffekte, ne? Die Geldscheine, alles. Boom. Dieses Boom. Geil. Boah, ich erinnere mich noch daran, Alter. Das war so ein Stress mit dieser Transition hier. Dieses, dass das in dem O irgendwie geht, weil das ist mit der Schrift und so, das war richtig kacke, weil die Schrift an sich ist ja kein richtiges Video im Programm und dadurch war das irgendwie voll kompliziert. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr. Auf jeden Fall hing ich da länger dran, als ich wollte. God damn it. Geil. Ah, da haben ja auch alle mitgemacht. Sören, Annika. Genau, hier kam diese Splitscreen-Action. Nice. Dramatische Musik. Alle machen sich ready. Sturmhaube. Geil, geil. Ein bisschen Overload hier. Oh, nice. Immer geil. Also ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber jetzt hier zum Beispiel natürlich diese ganzen Soundeffekte, ne, gerade hier vom Starten, dieses Gas geben und so, alles immer im Nachhinein aufgenommen. Also es ist quasi nicht zeitgleich, sondern tatsächlich, ich mache mir da die Mühe und nehme es im Nachhinein nochmal auf, ich will es perfekt haben. Uff, geil. Ja, nice. Das Gas geben, geil. Transition, cool. Cool. Also ich meine, Leute, ich weiß nicht, diese Shots hier, ne? Wenn man die jetzt alleine sieht, denkt man sich wahrscheinlich, okay, ist jetzt irgendwie nicht so special. Aber ich finde, die vermitteln so viel Feeling als Establishment-Shots, weil es ist einfach hier die Straße, die Geschwindigkeit, natürlich hier dieser Blur-Effekt auch, ne? Das ist einfach alles. Und dann die Bikes, boom. Geil. Das gibt nochmal viel mehr so Emotions, finde ich, als wenn man das ohne diese Straße hätte. Dann würde man quasi von hier, boom, hier. Zwar auch geil, aber jetzt stell euch vor, hier, dieser Aufbau, das ist einfach, das finde ich geil. Also an diese Shots auch immer denken, das ist Gold wert. Das ist so dramatisch, Alter, was ist da los? Ich meine, wer schickt so ein Drama, wenn man einen Geldtransporter beklauen will? Fucking random. Oh ja, nice. Ey, das ist schon so lange her. Da hatten die drei, glaube ich, nur diese Karren. Jetzt haben die ja irgendwie 10 Millionen andere Mopeds am Start. Richtig heftig. Diese Drift-Szenen, Leute, ey, ohne Scheiß. Also wenn ihr diese Drift-Szenen mit jemandem dreht, dann macht das mit jemandem, dem ihr wirklich vertrauen könnt. Also den Jungs und Mädels vertraue ich wirklich komplett. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich stehe hier mit der Kamera. Und die kommen geradewegs auf mich zugefahren. Also wirklich. Und dann wirklich hier. Und dann. An dir vorbei. Richtig heftig. Und wenn du da verkackst, dann ist deine Cam Schrott. Du hast dir locker ein paar Finger oder einen Arm gebrochen. Weil die knallen natürlich mit dem Motorrad in deine Fresse. Ne? Also das ist schon heftig. Und das muss natürlich auch relativ knapp sein, damit es auch geil aussieht. Und ich stehe da halt mit einem 35mm Objektiv, das ist schon ein bisschen Weitwinkler. Ich könnte natürlich auch mit einem etwas, mit einer etwas höheren Brennweite dastehen, dann würde das eher gehen. Aber durch diese Weitwinkligkeit sieht das halt viel geiler aus, weil die dadurch viel länger im Bild drin sind. Das ist dann quasi und dann ist man raus. Das sieht einfach deutlich geiler aus, als wenn man mit einer Long Lens rangeht, also mit 85mm oder vielleicht sogar 100mm, 200mm. Do you believe this story? Deswegen das Risiko für diesen Shot. Geil.
Und die Soundeffekte hier auch wieder. Ne? Die habe ich auch wieder im Nachhinein aufgenommen, mit dem Mikrofon wirklich am Straßenrand gestanden. Nice. Hier fand ich vielleicht dieses bisschen zu laut. Ticken leiser vielleicht. Nice. Jetzt, wo ich es da sehe, hier hinten, hinter David jetzt, Moment, da. Dieser Transpo ist von der Chana. Chana? Keine Ahnung, ich hoffe, ich sag's richtig, ansonsten Jana. Auf jeden Fall haben wir sie Chana genannt. Ach, keine Ahnung, Alter, tut mir leid. Hat sie uns ausgeliehen für den Dreh. Voll geil, auf jeden Fall ist das der Geldtranspo jetzt gewesen. Und eigentlich ist das ein Filmfehler, dass der da im Hintergrund steht, weil der dürfte da eigentlich nicht stehen. Aber weiß ja keiner. Ist auch wieder hier in diesem Projekt viel, voll viele... Cool. Auch wieder in diesem Projekt voll viele Leute geholfen. Mega nice. Die Soundeffekte habe ich live aufgenommen. Und da habe ich ein Mikrofon einfach in den Wagen reingestellt. Oder reingelegt. Und da fehlen auch die Sounds. 100%. Da fehlen jetzt wirklich Sounds. Ja, da sehe ich es auch, die roten hier. Das sind 100% die Sounds vom Schlüssel reinstecken. Dieses Umdrehen und dann Motorengeräusche fehlt. Nice. Dieses Gangschalten so immer. Bam, bam, bam. Auch richtig geil. Ja, jetzt kommt die Action. Schau mal in den Rückspiegel. Nice. Gib mal Gas. Diese Szenen haben wir so oft gedreht, das glaubt ihr gar nicht. Dieses Schau mal in den Rückspiegel. Schau mal in den Rückspiegel. Gib mal Gas. Gib mal Gas. Ja. Und das war auch geil, Alter. Da seht ihr dieser fette Security-Aufkleber. Erstmal ein bisschen verkackt, weil das hier an diesem Fenster aufgeklebt ist. Da haben wir irgendwie morgens, das war richtig früh, als wir das gemacht haben, nicht drüber nachgedacht, weil auf der anderen Seite war nämlich kein Fenster. Ah, alles kurz vor knapp. Und die Folie, also diese Klebefolie, hat dann der David organisiert. Auch da natürlich dickes Dankeschön an den Dienstleister, der geholfen hat. Aber gerade bei diesem Projekt ist alles so richtig kurz vor knapp gewesen, weil... Die Deadlines waren alle so eng, also wirklich auch mit dem Wagen abholen, auch dann das Abliefern des Projektes, das erzähle ich später euch nochmal, war auch heftig, alles voll knapp. Nice, die Guns. Nice. Ja, Mann, cool. Diesen Bremssound, ne, den habe ich auch so oft, tut mir leid, Chana, wenn du das jetzt siehst, den haben wir so oft aufgenommen. Weil das meistens nicht geklappt hat, dass die Bremsen oder dass das Auto so gequietscht hat beim Bremsen. Deswegen musste man da ein paar öfter mal in die Eisen treten. Boah, diese Szene auch so geil, Leute. Ich glaube, einmal ist David fast ins Sören reingeknallt. Das war auch heftig. Das haben wir, glaube ich, 3-4 Mal gedreht, weil es so ein Timing-Ding war. Das war ein bisschen schwer. Weil Annika musste eben hier an der Kamera vorbei, Sören musste genau hier in dem Bild stehen bleiben und David genau neben ihn und alle halt am Driften, beziehungsweise Annika halt nicht. Oh, und dann stehen die halt perfekt nebeneinander. Das sieht so cool aus und Annika kommt dann an der Seite vorbeigefahren. In der Zeit, wo die halt stehen, quasi, und ich diese Kameraschwenk mache, musste Annika so schnell drehen und direkt wieder in die andere Richtung fahren. Aber war das cool, Alter. So, jetzt erinnere ich mich, hier habe ich irgendwas rückwärts gemacht. 100%. Das kann nicht sein, dass ich mich an sowas erinnere, aber es ist nicht passiert. Hier, Annika. So. Zieht die Gun. Zieht die Gun. Und puncht den. Bam. Geil. Weil. Ist hier, glaube ich, auch nichts rückwärts. Keine Ahnung, was ich in meinem Brain gerade habe, Leute. Aber woran ich mich erinnere tatsächlich ist, dass Annika unnormal viel Spaß hatte an diesem Shot. Und den hat die auch Spaß halt echt auch. Also sie wollte unbedingt diesen Shot ein paar Mal machen, so einfach nur just for fun, weil es so cool war. Und dann haben wir natürlich auch mehrere Takes gemacht. Und er musste halt so leiden, weil er immer den Toten spielen musste. Aber es war geil. Also der Tag hat auch echt jeden Blut kaputt gemacht. War echt cool. Wie wird das für cool, Alter? Er hat keine Chance. Nice. Schnell Schlüssel checken. Korrekt. Annika kommt mit den Taschen. Auch richtig geil. Geld und Goldbarren liegen drinne. Die haben so eine Hektik geschoben. Aber es war perfekt. Voll oben schreien. Richtig geil. Da ist das nice. Oh Leute, wartet mal.
Ich erinnere mich an noch was. Boah, heute ist der fucking Erinnerungstag. An diesem Tag hat sich David etwas gemault. Ja, genau. Ich weiß auch, warum das so kritisch war mit diesen ganzen Bremsereien und also mit diesen ganzen Bremsszenen und Driftszenen und so weiter. Die Vorderradbremse von David war an dem Drehschrott. Ah, genau. Ja, ich glaube, ja, hier. Ich glaube, das war tatsächlich diese Szene hier, wo die den Security-Wagen überholen. David hatte ja keine Vorderradbremse. Der ist halt natürlich mit vollem Karacho und weil die Straße hier ist erst zum Ende hin zu so einem großen Wendehammer geworden. Ich glaube, das ist so ein Wendehammer für LKWs. Und ich weiß nicht, das sind vielleicht so 100 Meter oder so. Und die sind halt mit vollem Karacho da dran vorbeigefahren. Und dann ist David, weil er nicht rechtzeitig mehr bremsen konnte, halt nur mit der Hinterradbremse, übelst gegen so einen Sandsack gerutscht, also reingefahren. Und hat sich den Lenker so unnormal heftig in den Bauch geschlagen. Und dann lag der erstmal eine halbe Stunde da und war voll fertig. Der war richtig kaputt. Und wir alle so, jo, du, sollen wir irgendjemand rufen und so. Und der so, nein, ich mach weiter, ich kann noch, bla bla bla. Auch sein Fuß war irgendwie ein bisschen im Arsch. Alter, heftig. Ja, Mann, krass. Wir haben eine halbe Stunde Pause gemacht. Wir haben, glaube ich, Pizza bestellt, haben alle was gegessen. Sind einen kleinen Break gemacht und dann haben wir weitergemacht und durchgezogen. Ja, also da muss ich sagen, Respekt an David, der Knall hat durchgezogen. Das war echt heftig. Ich glaube, der hatte danach auch einen fetten blauen Fleck am Bauch. Aber krass. Das ist ein Transition. Oh, yo, da! Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hier rechts, achtet mal auf David. Da ist er weggerutscht. Guck mal, wie quer er steht. Da ist so, ich glaube, Sand oder so auf der Straße. Und dann rutscht er da mit dem Hinterrad unnormal weg. Krass. Zack, da. Boah, das war ein geiles Projekt. Verdammt. Dieses Triple Squat, Alter, in dem Video ist doch unnormal sick. Jetzt kommt die finale Szene, Leute. Das Geld behalten natürlich nicht für sich, sondern es ist für alle. Nice. 48 Stunden erhält dich. Das war auch ein Abfuck, Leute. Die Deadline war so knapp, also ich hatte, glaube ich, voll wenig Zeit, um zu editen und alles. Und dann habe ich das Projekt abgeliefert, eine Nacht vor dem Release-Tag. Dann hat da was nicht gestimmt und dann habe ich das am Morgen, wo das quasi hochgeladen werden sollte, habe ich es dann nochmal fertig gemacht, nochmal abgeschickt. Ich habe irgendwas hier an diesem Outro quasi geändert. Und da stand da nicht nur 48 Stunden, sondern nur 24 Stunden. Ich hatte das irgendwie im Kopf, keine Ahnung warum, frag mich nicht. Und dann musste ich es nochmal ändern, aber da war ich schon unterwegs. Und dann, ich glaube, das sollte um 13 Uhr online kommen und ich war dann irgendwie um 11.30 Uhr oder so wieder zu Hause und musste das richtig schnell fertig machen und habe es dann fertig gemacht, hochgeladen und so weiter. Und das Komplizierte war auch noch, da war ich, genau, das war zu den Zeiten, wo ich umgezogen bin. Und dann hatte ich da scheiß Internet und so, beziehungsweise kein Internet, sondern musste es fertig schneiden, auf eine Festplatte laden, zur alten Bude fahren, mit dem Laptop hochladen. Junge, das war vielleicht ein Stress. Und ich glaube, wir haben es auch nicht geschafft zur Release-Zeit. Also es war irgendwie 13.30 oder 14 Uhr, hat es dann hochgeladen. Also ein bisschen verkackt. War ein richtig geiles Projekt. Puh, war lustig. War cool. Hat Spaß gemacht. Ja, schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr das Projekt fandet. Mich würde natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, falls euch ja Spaß gemacht hat zuzuschauen. Falls ihr noch kein Abonnent seid, abonniert gerne meinen Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ich euch in meiner Community begrüßen könnte. Ansonsten checkt auch meine anderen Videos aus. Vor kurzem habe ich ein Lightroom-Video gemacht, wo auch meine Presets mit drin sind. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Mango. Bis dann, Jungs und Mädels. Ciao. So, weg mit der Cap. Ich habe heute keinen Bock, meine Haare zu machen, Alter. Sieht richtig scheiße aus. Voll der Ranz. Gönnt euch diese Scheiße hier. Was ist das, Alter? Puh, nice. Und Projekt schließen.